Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Let's Play Commandos Beyond the Call of Duty. Ich hatte endlich wieder Zeit und konnte wieder etwas spielen und ich bin in der letzten Mission mittlerweile angelangt in Holland, habe dort, naja, grob die Hälfte, glaube ich, schon gemacht. Ich muss es noch über diesen Kanal irgendwie rüber und dann schauen, wie ich dort die andere Agentin, also die Kontaktperson, treffe, Natascha, und die soll mir dann helfen, diese Unterlagen zu besorgen und so weiter. Ich glaube, wir sind letztes Mal dort so stehen geblieben, dass ich einen Teil neu spielen musste, weil ich neu laden musste, weil ich dort einen Speicherfehler gemacht habe. Ärgerlich, aber es war so. Und ja, ich bin wieder dort auf dem alten Stand, habe dort schon auch auf der anderen Seite ein bisschen freigespielt und könnte jetzt, glaube ich, mit diesem Boot rüberfahren. Weiß nicht mehr hundertprozentig, aber circa dort bin ich. Also ich könnte auch wahrscheinlich jetzt auch schon zu ihr hin, das werden wir uns jetzt gleich anschauen, zu Natascha. Und hoffentlich geht es sich aus, dass ich sogar in dieser Folge das Spiel komplett jetzt hier durchspiele. Wünscht mir Glück. Ich glaube, es hat ziemlich gut funktioniert jetzt in der letzten Mission. Das war so ein bisschen so Stück für Stück spielen. Für die, die das Spiel noch nicht spielen, kennen, schaut euch vielleicht die Serie von Anfang an oder generell Commandos 1, die erste Serie, das ist das Expansion Pack dazu. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier mit der Folge und eine gute Unterhaltung. Okay. Ja, genau, hier sind wir stehen geblieben letztes Mal. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Ich glaube gar nicht, weil der Typ da konnte gesehen werden, wenn ich ihn getötet habe, und zwar von dieser Dreierpatrouille. Jetzt habe ich dann, glaube ich, die Idee gehabt, den anzulocken, soweit ich mich erinnere. Ja, genau, der von hier oben, der ist dann oben gestanden, der ist schon runtergekommen, den habe ich schon erwischt. Nicht aber den da. Der will ja auch von hier überhaupt nicht weg, der Typ. Schauen wir mal, ob sich der irgendwie nach vortraut. Wird erledigt, Sir! Schauen wir mal, ob das was gebracht hat, die Zigarettenpackung so weit nach vorne zu schmeißen. Vielleicht sieht der die Packung und schon rennt dann hin. Schon was da, Sir! Was ist das? Ja. Ausgeführt! Man sieht die. Ah, was war? Ich glaube, war das, oder? Ja. Jetzt läuft er hin. Soll ich dann einfach erschießen, mitten auf der Straße? Okay! Verstanden! Hm? Geht los! Sofort, Sir! Warum sieht der Mensch mich nicht ihn? Warum hat der mich gesehen und ich nicht ihn? Schon fast da, Sir! Marschiere schon, Sir! Okay. Ich glaube, ich kann mich da hinter diesem Busch verstecken. Der sieht die Zigarettenpackung gerade nicht, aber wenn der jetzt kommt. Sieht er die Packung? Komm schon, Mensch. Nee. Doch. Er hat noch nicht gesagt, was ist das, aber er kommt schon näher. So. Hm? Ja, Sir. Sofort, Sir. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Geht los. Bleib hier hinter dem Buschmann. Ausgeführt. Soll ich halt auch den noch erwischen? Verstanden, Sir! Ja, Sir! Hm? Schon fast da, Sir! Habe ich zwei erwischt? Wir warten ein bisschen. Ja, Sir! Vielleicht gesellt sich noch ein dritter dazu. Marschiere schon, Sir! Nein. Okay, ich glaube, das war gut. Ist in Ordnung, wir holen uns jetzt die Zigarettenpackung. Sir. Die sieht jetzt niemand mehr. Ausgeführt! Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir jetzt echt darüber können, glaube ich. Und Natascha zu holen, die ist da drin. Okay! Schon fast da, Sir! Erledigt! Ich weiß noch nicht hundertprozentig, in welche Richtung ich gehen sollte, aber den zu erwischen wäre eine gute Idee. Weil er schaut so weit runter, der Typ da. Haben wir im Norden noch welche? Ich kann ums Haus herum und niemand interessiert. Marschiere schon, Sir! Niemand denn interessiert? Ja, doch, den da. Okay, den kann ich töten. Ja, Sir! Wird erledigt, Sir! So. Ich glaube. Komme! Verstanden! Das ist eine sehr gute Idee. Ich kann über diese Brücke drüber laufen, was ich tun. Was ist jetzt denn? Oh Gott. Das war doch nicht so ein guter Plan. Schon fast da, Sir. Okay, verstanden. Hm? Okay. Die Typen kommen her, die sehen den.
Ja. Naja, vielleicht kann ich ein paar erschießen von hinten. Ach, das war kein guter Plan. Ich kann laden. Warum sehen die so weit? Wohin sehen die? Da hinten Leute töten scheint kein so guter Plan zu sein. Ja, Sir. Wir bleiben mal ganz kurz hier. Marschiere schon, Sir. Ausgeführt. Erledigt. Ja, Sir. Okay. Wird erledigt, Sir. Oh. Okay, dann lassen wir den mal in Ruhe einfach. Okay. Und gehen weiter. Wir lassen den jetzt mal hier stehen. Und holen uns jetzt, versuchen wir mal Natascha zu holen, wenn es geht. Ist ein schon bisschen schade, da, Sir. Dass die so weit sehen. Verstanden. Aber ich vielleicht klappt das dennoch irgendwie hinten. Also wie weit sieht der? Da vorne? Erledigt. Ja. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Okay. Schon fast da, Sir. Geht los. Wird erledigt, Sir. Marschiere schon, Sir. Wir verstecken uns jetzt hinterm Busch. Komme. Und wenn der kommt, also beziehungsweise wenn er wegläuft, laufe ich hinterher und schieße ihn einfach. Okay. So der Plan. Sofort, Sir. Er sieht überhaupt nicht hinter dem Busch. Ich kann mich gar nicht nieder. Mich gar nicht niederlegen. Ja, Sir. Verstanden. Geht los. Ja. Wunderbar. Schon fast da, Sir. Erledigt. War das gut oder war das zu weit? Ah, oh, wenn ich Glück habe, war das gut, wenn nicht, Pech. Ein Verletzter! Ja, Sir. Okay. Halt! Geht los. Verstanden. Komme. Hm? Okay. Okay. Schreibt jetzt Alarm. Ich sehe ihn nicht. Die sind im Haus. Okay, ja. Schon fast da, Sir. Der Typ nervt, der kommt so weit. Und der so wenig weit. Wie kann ich den erwischen? Vielleicht kann ich den doch irgendwie erwischen, den da. Verstanden. Mhm. Ah ja, den kann ich da hinten einfach töten. Er scheint hier durchzusehen. Geht los. Mhm. Komme. Ausgeführt. Wenn ich richtig liege, wird der jetzt dahin laufen. Gar nicht so einfach jetzt hier, weil ich die hier am Flussrand nicht töten kann. Oder zumindest sehe ich jetzt aktuell keinen Weg. Ich habe nämlich die... Ich glaube, der sieht das Bäckchen. Ja. Jetzt rennt er dem Bäckchen hinterher. Und es könnte aber sein, dass er den Verletzten da hinten sieht. Marschiere schon, erledigt. Sir! Ja, Sir! Verstanden! Halt! Oh, helfen Sie mir, Sir! Ich werde angegriffen, Sir! Oh, wird erledigt! Schon fast da, Sir! Marschiere schon, Sir! Okay! Ja, Sir! So, ausgeführt! Jetzt müssen wir nochmal. Was ist das? Okay, jetzt hat er es gesehen. Also er schon scheint doch da, vorher erledigt. Zu kommen. Ich will, vielleicht sieht er den da hinten, ne? Und dann rennt er da so rüber, dann rennt er mir in sich im Blickfeld rein. Könnte auch sein, dass er gar nichts sieht. Wird erledigt, Sir. Jetzt warten wir ein bisschen. Okay. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Verstanden. Ja. Schon fast da, Sir. Okay. Verstanden, Sir. War das gut? Wenn ich Glück habe und der Typ sieht die nicht. Beziehungsweise wenn er die sieht, könnte ich ihn sie dennoch erwischen. Okay. Hast du es gesehen? Okay, das war jetzt wirklich gut. Oder? Ja, das war gut. Jetzt habe ich die alle erwischt und den Typen da hinten holen wir jetzt als nächstes. Geht los! Wird erledigt, Sir! So, hinter dem Busch mit uns. Mhm. So, schmeißen wir hier ein
Päckchen für den. Ja, Sir! Erledigt! Okay. Okay, das war gut. Das war ein guter Spielzug. Ich muss immer schauen, wo die hinschauen. Und wo sie nicht hinschauen können. Und sie dann weglocken, wenn es geht. Marschiere schon, Sir! Komme! Sofort, Sir! Verstanden! Ja, Sir! Wunderbar. Ausgeführt! Wird erledigt, Sir! Da haben wir noch einen. Den da. Erledigt! Wie weit sieht der? Doch auch sehr weit, aber... Ja, ist kein Problem für mich. Gut. Schon fast da, Sir! Okay! Ich werde den so, wenn es möglich ist, direkt hier töten, hier vorne. Marschiere schon, Sir! Ja, Sir! Verstanden, Sir! Ja! Okay! Okay, so, haben mich alle erwischt. Ich töte sie übrigens mit der Harpune die ganze Zeit. Die ist lautlos. Deswegen bin ich auch mit der Marine hier. Außerdem kannte ich da rüber über den Fluss. Und jetzt schauen wir mal, ob sie hier schon drin ist. Schon fast da, Sir! Genau, jetzt ist sie da. Hier oben. Als zusätzlicher Kontakt. Bloß nicht hetzen, was? Also, ich habe hier mit ihr noch eine zusätzliche Funktion. Wir schauen mal ganz kurz. Und zwar das Team. Nein, nicht das Team. Sondern Hilfe. Genau. Der Spion, der holländische Kontakt. Genau. Um einen Gegner abzulenken, klicken Sie auf den Lippenstift im Rucksack oder drücken Sie die Taste D, anschließend klicken Sie auf die Zielperson. Also mit D. Gegenstand aufheben mit H. Danach klicken Sie auf das Zielobjekt, aufgehobene Gegenstände erscheinen im Rucksack. Zum Wegwerfen klicken Sie ein Objekt im Rucksack an. Okay, ich kann Sachen wegwerfen, aufheben und wegwerfen. Und eine Pistole habe ich auch. Was könnte ich denn aufheben? Achso. Ja, zum Beispiel Zigarettenpacken von da, oder? Nee. Keine Ahnung, was ich aufheben könnte. Sie kann Sachen aufheben, auf jeden Fall. Vom Markt irgendwas aufheben? Oder was kann die denn aufheben? Okay, ich kann mich jetzt ihrer bedienen, aber ich habe halt ein Problem mit denen da, ne? Ich kann wie mit einem Spion arbeiten. Das hätten Sie auch früher sagen können. Aber hier vorne habe ich ein Problem mit den ganzen Typen im schwarzen Anzug. Die gehören der Gestapo oder der SS oder sowas, oder? Was haben die gesagt? Nochmal, was sagen die? Die Gestapo, ja, das sind Offiziere der Gestapo. Und die können mich enttarnen. Also, wo muss ich rein? In welchem Gebäude? Ich muss zu diesem Gebäude hin. Wie stelle ich das an? Ich meine, rein theoretisch könnte ich mit dir den Fluss entlang. Wir probieren mal was. So, meine Idee. Sie wird nicht von niemandem gesehen, außer von der Gestapo. Und die Gestapo bewacht aber das Flussufer hier nicht gut. Bin schon unterwegs. Okay. Die Red at the Bristol Holland. Fertig. Sagt Frau. Okay. Eigentlich könnte ich mit ihr direkt zu diesem Haus hin, oder? Erledigt. Bin schon unterwegs. Ich überlege, was ich mit ihr alles machen könnte. Ich könnte mit ihr tatsächlich sie dazu nutzen, um das Flussufer zu betreten. Ja auch Zeit. Erledigt. Weil die einzigen, die mich erkennen, ist der da. Und der da. Und der da. Den könnte ich töten. Das hätten Sie auch früher sagen können. Läuft mal durch. Fertig. Bloß nicht hetzen, was? Wir testen was. Wir laufen jetzt einfach durch. Vielleicht kann ich da ins Haus einfach ohne, dass mich jemand sieht. Habe ich jetzt die Dokumente, oder?
wären die Dokumente da drin? Was wollen Sie? Ja, Sir. Ja. Wie funktioniert das? Stehlen Sie die Dokumente? Wie stehe ich sie? Hallo? Tja, schon erledigt. Endlich. Fertig. Ich habe die Dokumente. Ich habe auf Sie gewartet. Leute, ich habe die Dokumente jetzt schon. Bin schon unterwegs. Bloß nicht Hetz und was. Fertig. Rein theoretisch muss ich ihn mal abhauen, oder? Na, endlich. Okay. Ich glaube, ich habe das jetzt. Okay. Fertig. Mal schauen, ob mich der da oben nicht sieht. Wird ja auch Zeit. Sonst hätten Sie auch früher sagen können. Erledigt. Der sieht mich gar nicht. Der sieht mich nur, wenn ich in der Nähe wäre. Klar. Na bitte. In Ordnung. Okay. Ja, dann. Klar. Dann kümmern wir uns mal um den da hier. Fertig. Lippenstift, wieder Rosatz und dann Lippenstift. Sie auch sagen können, ja, Sir. Wird erledigt, Sir. Marschiere schon, Sir. So, du gehst mal geht da. Geh los! Verstanden! So, wo ist der Einser? Wo bist du? Achso, hier. Wir können ja über die Brücke drüber. Okay. Schon unterwegs. Wir beeilen uns. So gut wie erledigt. Schauen wir, dass der noch nicht sieht jetzt, wenn es geht. Okay. Erledigt. Verstanden. Wir haben jetzt den abgelenkt, um über die Brücke zu können. Mhm. Bin schon unterwegs. Geht los. Gut ist, der ist drüber. Unterwegs. Jetzt kommt der dran. Komme. Okay. Ich hab's schon. Verstanden. Ich dachte, es dauert jetzt mindestens noch eine Stunde oder so. Geht los. Den muss ich jetzt noch nicht sehen, oder? Ich habe nicht mal einen Scharfschützenschuss gebraucht. Verstanden. Geht los. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt da irgendwie so einen Trick ausgenutzt habe, sondern das ist einfach gegangen. Okay. Auf der Flussseite geht da langläuft. Mit dir. Verstanden. So. Komme. Und jetzt schauen wir mal, wir bringen mal alle ins Boot. Schon fast da. Warte, wir speichern. Wenn es weiß, habe ich es geschafft jetzt. Ausgeführt! Ja, in Ordnung. Komme schon. Ja? Unterwegs. Ja, Sir! Ja? Okay. In Ordnung. Oh ja. Tja, schon erledigt. Okay. Die Dokumente hat sie, sie hat alles. Jetzt, wir müssen mal raus hier. Wow, ob ich da einfach wegfliegen kann mit dem Boot, ist das Problem. Es sind zu viele, vielleicht wollen sie mich erschießen. Das war einfach. Habe ich es geschafft? Ist die Frage, es gibt noch ein Schiff auf der Gegenseite. Und die ballern alle auch noch. In Ruhe, Mann. Vielleicht explodiert das Schiff, bevor ich überhaupt durchkomme. Ich mit meinem kleinen Kran. Mit meinem kleinen Schiffchen da. Die schießen mich alle ab, oder? Wir kommen durch. Aber nur Kopfhallen ziehen, Männer. Halt! Wir hätten sie auch von hier aus abholen können, das wäre viel besser gewesen, oder? Beim Hänger direkt. Mission erfolgreich. Wie cool ist das denn? Und Einsatzzeit und Schäden und alles super. Und ich bin General geworden. Ist das super? Und kann man noch höher werden als General? Ich weiß es gar nicht. Ha. April 1945. Sowjetische Truppen besetzen das Reichstagsgebäude in Berlin.
Bob ist ausgeschüttet. Hoch oben auf dem Gebäude wird die Sowjetfahne gehisst. Auch wenn die Japaner noch nicht kapituliert haben, beginnen die Diplomaten den Waffenstillstand zu verhandeln, der im Mai unterzeichnet wird. Alle Kampfhandlungen enden. Durch die Städte Europas rollt eine Welle der Freude und der Dankbarkeit für all die tapferen Soldaten, die diesen Sieg erkämpft haben. Dazu gehören auch die Angehörigen der Eliteeinheiten wie die Kommandos, deren Einsätze entscheidend zu diesem Ausgang des Krieges beigetragen haben. Ohne Unterlass haben diese Männer unter den schwierigsten Bedingungen ihr Bestes gegeben. Und auch wenn dieser Krieg nun für alle vorbei ist, werden Männer wie Sie immer weiter für die Freiheit kämpfen. An jeder Front, bis zum letzten Blutstropfen. Ja. Kommandos. Das war's, Leute. Geschafft. Sind Sie sicher? Ja. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Also ich habe es geschafft. Dachte, es dauert noch länger, aber es fand sich dann ein ziemlich schneller Weg, offensichtlich. Und damit habe ich jetzt auch das Expansion Pack zu Commandos 1 geschafft. 8 Missionen waren das. Insgesamt habe ich jetzt Commandos, Commandos 1 Expansion Pack, Commandos 2 schon geschafft. Wobei bei Commandos 2 fehlen mir noch die Bonusmissionen. Die werde ich aber auch noch machen. Ich habe das Spiel schon installiert. Ich muss nur noch die ganzen Bücher mal sammeln. Sobald ich die alle habe, kann ich die Bonusmissionen alle machen. Da muss man nämlich innerhalb von den Spielen Bücher sammeln. Insgesamt war die Commandos-Reihe bisher eine ziemlich coole Reihe, muss ich sagen. Von dieser Art Spiele gab es überhaupt nicht viele auf der Welt, seitdem überhaupt Spiele produziert werden. Es gab wirklich nur eine Handvoll von diesen hier. Eins von denen war noch Shadow Tactics und die Desperados-Reihe. Und die habe ich jetzt mittlerweile schon fast alle hier durch auf meinem Kanal. Es fehlt noch Desperados 2 und eventuell, die Bonusmissionen. Und im Laufe dieses Jahres, glaube ich, sollte auch noch ein neues Spiel rauskommen, auch von den Machern von Shadow Tactics, wenn es denn wahr ist. Und dann gibt es eben noch mehr Stoff für euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier und ihr mögt meinen Kanal. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert. Gerade in letzter Zeit hat YouTube da die Bestimmungen geändert und ab Februar gibt es für euch überhaupt keine Werbung mehr auf meinem Kanal. Liegt unter anderem darum, dass ich noch keine 1000 Abonnenten erreicht habe. Und wenn man keine 1000 Abonnenten hat, ist das ab Februar so, gibt es überhaupt keine Werbung mehr. Man kann den Kanal gar nicht mehr monetarisieren. Das ist ein bisschen schade, aber ja, so ist YouTube eben aktuell. Zu diesem Thema werde ich mal ein Video drehen. Also wie gesagt, wenn euch mein Kanal gefällt und die Videos hier und das, was ich hier mache, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und einfach wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play hier bei Wingman. Danke fürs Zuschauen und bis zu einem neuen Let's Play. Euer Wingman.